Von was für einem Spiegel tuschelt ihr? Antworte ehrlich, sei misstrauisch, antworte ehrlich natürlich. Von dem im Thronsaal. Die tuscheln. Weißt du, wie man zum Thronsaal kommt? Sag, was du weißt. Tust, als ob du nichts weißt. Sag, was du weißt. Von hier aus nicht. Aber ich weiß, er liegt hoch oben. Man kommt da mit einer Lok hin, die auf Luftschienen fährt. Woher weißt du von dem Spiegel? Okay. Werde langsam sauer. Bleib cool. Ich hab ihn kaputt gemacht das letzte Mal. Wie das? Weil ich der König von Silence bin. Genau! Es stimmt. Hey, kommt schon. Hört auf mit dem Getuschel. Redet laut. Vergiss den Verrückten. Der kann uns nicht helfen. Ja, ich glaube, er ist derjenige, der Hilfe braucht. Dem König von Silence fehlen eindeutig ein paar Zacken in der Krone. Hey, aufhören. Mein Bruder ist nicht verrückt. Jedenfalls nicht so richtig. Hey, das ist unser letzter Signalschuss. Rini, leg die Pistole zurück. Ja, her damit. Nimm Rini in Schutz. Selbstverständlich. Lasst sie in Ruhe. Komm her, kleiner Hüpfer. Tut mir leid. Ich will nach Hause. Ich weiß. Hier gefällt's mir doch nicht. Alle streiten herum und kämpfen. Warum bist du nicht König, sondern diese gemeine Schwindlerin? Warum ist sie so böse? Und wieso hat sie die Sucher geschickt? Ich will heim. Ich verspreche dir, ich bring dich nach Hause zurück. Aber wie? Ich finde Janus und er bringt uns zum Thronsaal. Er kennt den Weg dahin. Janus kennt den Weg. Jetzt ruh dich ein bisschen aus. Wir werden unsere Kräfte noch brauchen. Okay. Schlaf, kleiner Hüpfer, und vergiss nie, was Papa immer zu uns gesagt hat. Wir sind wie zwei Wolken im Wind. Und weht er uns auseinander, so treffen wir uns im Ozean. Ich wünschte, Janus hätte den Weg aufgemalt. Ja, Leute, ihr habt schon gesehen, ich habe einen Cut gemacht und mit dieser herzallerliebsten Geschwister-Szene heiße ich euch willkommen zu Part 6 von Let's Play Silence, The Whispered World. Wir gucken mal diese Baby-Statue an. Merkwürdige Statuen. Stell dir einfach vor, das sind nette Babys. Nette Babys. Vertrau mir, ich liege bestimmt richtig mit meiner Deutung. Okay, Leute. Die meinen, er sei ein Spinner. Dabei sind doch die irgendwie auch ganz schön schrullig oder ein Lagerfeuer. Das knistert schön, was? Sie ist nicht so richtig eingeschlafen, die Rainy. Kleiner Hüpfer. Ist da was zu essen drin? Nicht mehr. Und nicht. Das ist unsere einzige Chance. Ach, ich kann mit denen reden. Samuel und Kira. Könnt ihr vielleicht ein bisschen leiser reden? Rini schläft. Und schmeißt mal die Botschaft rüber. Nein, vergiss es. Lass sie ihn lesen, er wird sie sowieso nicht verstehen. Von mir aus? Hier, lesen musst du schon selber. Okay, Botschaft. Rini mal kurz ablegen. Mich zu befreien? Folgt mir vom Camp aus am Krater vorbei. Mit dem Herzschlag im Rücken, das Licht des Untergangs im Blick, erwarte ich euch dort, wo der Abgrund nicht tiefer sein könnte. PS, der heilige Gral ist unser. Mit so einer Beschreibung kann man nicht mal seinen eigenen Hintern finden. Du vielleicht nicht. Das Papier stinkt schlimmer als... Okay, egal. Ich finde raus, wo dieser Janus steckt. Okay, mit Kira und mit Samuel reden. Ich rede mal als erstes mit Samuel. Wer ist Janus überhaupt? Ein guter Freund.
Na, das war ja mal informativ. Danke dir, Samuel. Das mit dem Herzschlag im Rücken verstehe ich nicht. Das ist eine Umkehrung. Vielleicht ist ja auch ein echter Herzschlag gemeint von jemandem, der hinter einem steht. Das ist ganz sicher eine Umkehrung. Eine Umkehrung? Mit dem Untergang muss nicht unbedingt die Sonne gemeint sein. Was denn sonst? Zum Beispiel Kalima? Kalima? Kalima geht nicht unter. Nicht solange wir am Leben sind. Aha. Dieser Abgrund könnte ja auch metaphorisch gemeint sein. So als innerer Abgrund. Vielleicht meint Janus ein Ort, an dem man sich an jemanden erinnert, den man geliebt hat. Vom Honigbaum kommen wir doch gerade. Wenn Janus dort gewesen wäre, dann hätten wir ihn doch gesehen. Okay, Kira, kann Rini uns nicht helfen. Was ist mit dem Heiligen Gral gemeint? Ein wundersamer, heilsamer Gegenstand, der ewige Lebenskraft verspricht. Ja, das wissen wir. Diese falsche Königin. Meint ihr euch selbst, Eure Majestät? Was ist nun? Lasst uns losgehen. Okay. Runter, hoch. Und jetzt, ich will ehrlich gesagt nicht irgendwie weiter in die Dunkelheit runter. Keine Ahnung, ich gehe mal hoch, keine Ahnung. Dann holen wir schnell Janus. Komm, darauf! Nein, da lang. Glaub mir, darauf! Ich kenne Janus besser. Wenn einer seine Botschaft deuten kann, dann ich. Ach. Hey, die Burg kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist aber nicht Corona, oder? So, schauen wir uns mal hier um. Oh. Ich wollte mich zur Sonnenblume. Zum Lagerslaubhaufen. Hey! Was ist denn das? Du mich auch. Ist da auch ein Du mich auch drin? Hey, vielleicht ist da auch ein Du mich auch drin. Ideales Versteck für Tiere. Sag ich doch. Okay, ein Kettenhund. Ob Janus den da versteckt hat? Okay, vielleicht können wir den noch für irgendwas brauchen. Altes Brunnenloch. Da wird Janus ja wohl nicht sein. Hallo? Okay. Ah, da oben Schlangen. Köpfiges Wasserrohr. Da fließt schon lange kein Wasser mehr durch. Ja, aber vielleicht irgendwann mal wieder. Kleine Öffnung. Ja, Moment mal. Schiebetür. Hey, die lässt sich schieben. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht, dass das geht. Weitergehen. Ich gucke es dann doch mal in die kleine Öffnung. Rini würde da bestimmt reinkrabbeln. Ihr wäre es egal, ob da Spinnen drin sind oder anderes Ungeziefer. Kaum zu glauben, dass wir die gleichen Gene haben. Das sehe ich genauso. Mir nämlich nicht. Okay, aber hier ist er wieder zugegangen. Unser Schiebertürer Rich. Okay, da hat man eine bestimmte Zeit. Das ist aber nicht das Schloss von Corona, oder? Oh, gut durchlüftet das Gemäuer. Hoffentlich wartet die Decke noch ein bisschen mit dem Einsturz. Horus. Das Zeichen von Janus. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich brauche eine Leiter. Na, du kennst dich ja aus. Hinaus. Kleine Öffnung. Die müsste mal wieder gegossen werden. Ah, das heißt, das müssen wir ganz sicher tun. Von hier aus ist das Loch auch nicht viel größer. Naja, hätte sein können. Vielleicht brauchen wir Rainy noch, damit sie da mal durchkrabbelt und guckt, was da drin ist. Schweres Gitter. Was sieht irgendwie... Sicherheitsbolzen. Der Bolzen hält die Lampe oben. Mir egal, ich brauche ihn als Sprosse. Okay. Wow, eine Riesenblüte. Und voller Pollen, auf die ich bestimmt allergisch reagiere. Nicht einatmen, nicht einatmen. Oh.
Das riecht aber gut. Super riecht das. Das Ding ist eine Schlange. Wieso ist das eine Schlange, verdammt? Weil das hier Silence ist. Und jetzt such die beiden restlichen Schlangen zusammen. Es müssen drei sein. Hm? Hallo? Ist da jemand? Nein, niemand. Das ist alles nur in meinem Kopf. Nur in meinem Kopf. Wow. Wo ist eigentlich Spot? Okay. Da oben ist also... Aber das hat jetzt nicht nach Janus, nach einem männlichen Janus geklungen. Wahrscheinlich ist Janus eine Frau. Nein! Ich hab angucken, nicht einatmen. Relief. Das sind Instrumente. Eine Laute, eine Panflöte, eine Triangel. Symbolisieren das die drei Schlangen? Oder kann man die damit hypnotisieren? Triangel. Ein Instrument, das unterschätzt und belächelt wird. Ich fühle mich ihm sehr verbunden. Du hast aber schon wieder irgendwas von Sedgwick, lieber Noah. Ein paar Griffe könnte ich vielleicht noch. Ja, als alter Clown. Ah, zurückziehen? Okay. Gut, jetzt mal nochmal hier. War ich doch eigentlich an dem schweren Gitter. Ah, das geht. Okay, Fenster? Das ist die zweite Sprosse. Ah, die zweite Schlange. Sozusagen. Muss ich da ein bisschen energischer bleiben? Tatsächlich. Okay, Leute, ich würde mal sagen, jede Pflanze weckt eine Schlange auf, wenn man so einen Bolzen hat. Die Musik wirkt sehr psychedelic. Die vertrocknete Knospe. Okay, die sind hypnotisiert. Geht eigentlich da hinten weiter? Säule. Oh, Säule, 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 Säule. Okay. Das war mein letzter vergeblicher Versuch, darauf zu kommen. Ich mach mich doch nicht zum Clown. Du bist schon längst einer. Danke, dass... Wer ist da? Wer hat das gesagt? Danke, dass du es gesagt hast, wenn du Janus bist, ja, es stimmt ja, du bist ja ein Clown, auch wenn du es nicht mehr wahrhaben willst, da oben nicht. Kann ich da draußen... Von hier aus ist das Loch auch nicht viel größer. Verzeihung. Mich erinnert da draußen ja noch mit an dieses Hündchen. Oh, das ist der Fensterladen, der hier runtergefallen ist. Genau. Hä? Hey, wo führt? Oh, da tropft's runter. Schlangenköpfiges Wasserrohr. Schlangenköpfig, ich verstehe. Wir brauchen eine Klettergelegenheit. Ich kann nur hoffen, dass der Fensterladen nicht zu marode ist. Oder der Hund nicht zu schwer. Und der Hund wirklich aus Stein. Kettenhund? Fast wie im Zirkus. Ja, wenn Ben und Opa das nur sehen könnten. Ah, wieder eine coole Balance. Aktion.
Das ist ein begossener Pudel. Oh. Verdammt, schon wieder! Hey, ich habe genau ins Fenster getroffen. Ich kann werfen. Okay, aber nur durch Zufall. So, jetzt ist der. Aber hier ein Pilz? Es ist ein Pilz erwachsen. Na, jetzt bin ich aber mal gespannt, wer Janus ist. Ich habe eine Theorie, Leute. Weiß aber nicht, ob das möglich ist. Ich sag's euch hinterher. Ja. Wo bin ich hier nur gelandet, Leute? Aufgabe erledigt. Und jetzt? Du weißt, was zu tun ist, Sadwick. Okay. Wer spricht da? Erinnere dich an deine Zirkustricks. Müsste hier nicht wenigstens ein blauer Mund sein, aus dem die Stimme kommt? Manche von den Tricks waren gar nicht so schlecht. Miss Clock? Shana? Denk an die Schlangennummer. Hallo? Hey! Also er hat es jetzt schon gesagt, Leute. Ich dachte, das wäre Shana. Eine wahre Pracht. Ja, Blumen locken Insekten an und von manchen kriegt man Hautausschlag. Aber diese Sorte hier ist wirklich was Besonderes. Okay. Solange sie zappeln, sind es miese Sprossen. Okay. Harnflöte, Laute, Triangel. Hier muss abends die Post abgegangen sein. Aha. Das gefällt mir ehrlich gesagt am besten. Ich weiß nicht, was das Richtige ist. Was ist ein B? Minispiele überspringen? Nein, 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 das machen wir jetzt schon. Das hört sich irgendwie komisch an. Die Flöte. Das klingt aber auch schön. Ich finde, die zwei harmonieren gut. Okay, da steht Aliso rechts an der Mauer dran, was auch immer Aliso ist. Vielleicht ist das der Künstler. Ja, geht, aber die Triangel klingt jetzt nicht so harmonisch. Ja! Okay, jetzt kann ich die Schlange nehmen, oder wie? Nicht bewegen. Brave Schlangen. Gleich könnt ihr euch wieder nach Herzenslust winden. Aber erst, wenn ich oben bin. Ah, das sind die Sprossen. Jetzt aber. Hab sogar ich verstanden. Schnell rauf. Tada! Okay, Tür.